Ich habe ja wirklich das Gefühl, meine Damen und Herren, inzwischen die Große Koalition regiert seit 25 Jahren. Dabei ist nicht mal Halbzeit. Die wirken inzwischen alle so, als hätten sie den Gang rausgenommen und rollen quasi nur noch ins Ziel. Ein letztes Beispiel, der Flüchtlingsgipfel bei der Kanzlerin. Was haben die sich gefreut? Ne? Der Durchbruch ist geschafft, jetzt geht's voran! Ja. Tausende Flüchtlinge sterben im Mittelmeer und Vertreter der reichen Nation Deutschland jubeln, dass sie 2000 neue Sachbearbeiter anstellen, damit Asylanträge schneller bearbeitet werden. Na, herzlichen Glückwunsch. Ne, ist das dieses Deutschland muss mehr Verantwortung übernehmen, wovon Ursula von der Leyen gerne spricht? Bald soll es ja nur noch 3 Monate dauern bis zur Entscheidung über eine Abschiebung. Ja, damit nervige Asylbewerber nicht mehr so lange hier rumlungern. Ach Gott. Nee, Entschuldigung, kleine Korrektur, aber laut der Kanzlerin wurde das alles nur beschlossen, um die Kommunen zu entlasten. Ja, natürlich. Wäre es nicht cleverer gewesen, die Kommunen zu fragen, wie sie entlastet werden wollen? Ja, weil die waren zu dem Gipfel gar nicht erst eingeladen. Aber wahrscheinlich aus Rücksichtsnahme. Weil die Städte so viel damit zu tun haben, die Flüchtlinge unterzubringen. In Turnhallen, Gemeindezentren oder leeren Wohnungen. In der Bundestagskantine habe ich noch keine Flüchtlinge auf Isomatten gesehen. Ja? Entschuldigung, aber ich komme mal kurz nach vorne. Also Flüchtlinge in der Bundeskantine unterzubringen, also das wäre hier nach schon, also vom Lebensmittelrecht her, das wäre echt problematisch. Das kann man ja nicht machen. Ja, aber man kann denen doch diese weißen Häubchen aufsetzen. Jetzt werden Sie mal nicht zynisch hier. Entschuldigung, das ist ja eigentlich Ihr Part. Mein Part, zynisch zu werden? Ja. Nee, überhaupt nicht. Ich checke die Fakten. Ich bin noch nicht hier, um zynisch zu werden. Aber um das vielleicht, darf ich mal ganz kurz, um das zu erklären. Ich bin überhaupt nicht zynisch, aber natürlich als Faktenchecker. Ich werde immer wieder gefragt, sag mal, Timo, ganz ehrlich, wie viel Zuwanderung aus dem afrikanischen Raum können wir in Deutschland überhaupt verkraften? Ja, wie viel können wir sinnvoll integrieren? Wie viel Zuwanderung aus Afrika kann unsere Volkswirtschaft überhaupt verkraften? Und nur mal ganz kurz, kleiner Faktencheck, ja? Wir haben hier in Deutschland vor 25 Jahren, um genau zu sein, vom 9. November 1989 bis zum 3. Oktober 1990, zum Tag der Wiedervereinigung, 17 Millionen Menschen aufgenommen, ja? Und auch das hat unsere Volkswirtschaft verkraftet. Und nur mal ganz kurz, wenn jeden Tag 800 Leute übers Mittelmeer nach Deutschland schippern würden, bräuchten die 21.250 Tage, also fast 60 Jahre, um auf die gleiche Zahl zu kommen. Ich weiß, jetzt höre ich, das kann man auch mit der Wiedervereinigung nicht vergleichen, das ist was vollkommen anderes. Die Afrikaner, das sind doch alles Wirtschaftsflüchtlinge, außerdem kommen die aus einer ganz anderen Kultur, die haben auch ganz geringen Bildungsstand, die kann man doch gar nicht so einfach integrieren. Hä? Warum denn nicht? 89 kam innerhalb von einer Stunde Millionen von Wirtschaftsflüchtlingen über eine Mauer tsunamimäßig nach West-Berlin geklettert, ja? Streng riechend, in merkwürdig gemusterten Lumpen gekleidet, überfluteten sie unsere Straße, ja? Sodass man nach kürzester Zeit am Kudamm die eigenen Leute nicht mehr sehen konnte. Es ist... Sie brabbelten unverständlich vor sich her und stimmten merkwürdige Voodoo-Gesänge an. Helmut, Helmut, Helmut. Und die sind alle geblieben. Ja, sie rollten über uns in stinkenden, ja, selbstgebastelten Fahrzeugen, die sie euphemistisch Autos nannten und die Umweltbilanz der Bundesrepublik um 20 Jahre zurückgeworfen haben. Wirtschaftsflüchtlinge, wenn es sie überhaupt jemals gegeben hat, waren die Ossis. Das kannst du so nicht sagen! Doch, das kann ich sagen. Ich hab's gerade gesagt. Und pass mal auf, ich sag's dir nochmal. Ab 89 haben wir hier in Deutschland 17 Millionen reine Wirtschaftsflüchtlinge integriert, die auf einmal da waren. Mit nichts, aber auch mit gar nichts sind sie bei uns angekommen, ja? Der deutschen Sprache nicht mächtig, nachweislich schlecht bis gar nicht ausgebildet, ja? Und die unseren mühevoll erwirtschafteten Wohlstand, den wir in 40 Jahren aufgebaut haben, 1:1 in den Rachen geschoben bekommen haben. Doch. Im Vergleich zu den Afrikanern waren die schlecht ausgebildet. Nee. Im Zweifel hat man bei der Kultivierung eines Ackers in Gambia ohne technische Hilfsmittel, ja, und vor allem ohne Wasser mehr gelernt als an der Polytechnischen Universität in Bautzen. Wenn es überhaupt gab. Keine Ahnung, ob es sie gab.
weiß nicht, geht hier nicht um Fakten. Fakten werden überbewertet. Geht jetzt einfach mal um Gefühl. Und da beschleicht mich in der letzten Zeit immer wieder ein ganz, ganz komisches. Angst ist ja auch so ein merkwürdiges Gefühl, dass wir auf einmal alle ganz unfassbar dolle, dolle ernst nehmen müssen. Und wer hat jetzt am meisten Angst vor der Zuwanderung? Die, die vor 25 Jahren davon am meisten profitiert haben. Ja, okay, tut mir leid, aber ganz ehrlich, Pegida ist nur mal im Tal der Ahnungslosen in Dresden und nicht in Stuttgart-Zuffenhausen losgegangen. Sonst wird's ja auch Stupida heißen. Oh, 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 ich spüre es. Ich spüre es. Shitstorm, Shitstorm, komm über mich. Jetzt schießt er wieder nur gegen die Ossis. Nee, tut er überhaupt gar nicht. Diese Gedankengänge sind nach 25 Jahren Wiedervereinigung in unsere gesamtdeutsche Kultur übergegangen, in die Ossisierung des Abendlandes, ja? Hey, ganz ehrlich, Mare Nostrum wurde einfach mal so von der EU gestoppt und erst nachdem am einzigen Tag über 1000 Afrikaner elendig im Mittelmeer verreckt sind, hat man sich dazu entschieden, ein paar mehr Boote ins Mittelmeer zu schicken und wir denken uns, mein Gott, können die nicht mehr machen? Wer hat eigentlich unseren Politikern ins Gehirn geschissen? Und da kann ich nur sagen, wir. Wir waren das. Wir mit unserer verschissenen Angst haben wir sie infiltriert, ja? Mit unserer Angst vor Überfremdung, mit der Angst vor der Mittelschicht vom gesellschaftlichen Abstieg, vor der Angst der Eppendorfer Eltern, ihre Kinder mit Sozialschwachen auf eine Schule zu schicken, mit der Angst in der Bahn keinen Sitzplatz zu bekommen, mit der Angst davor, die falsche Kita gewählt zu haben, mit der Angst an der falschen Kasse anzustehen und davor, dass der Dumme der Ehrliche ist. Oder andersrum, der Ehrliche der Dumme ist, scheißegal. Der Dumme ist dumm, der Ehrliche ist ehrlich. Darum geht's doch. Ja, aber an unserer Angst, da geilen wir uns auf. Die ist uns wichtig. Die soll von allen immer ernst genommen werden. Die hält den Laden zusammen. Und um den ganzen Fremdenhassern mal ein bisschen Angst zu nehmen. Ja? So schnell ändert sich nichts, wenn wir ein paar mehr aufnehmen. Die erste Ossi-Bundeskanzlerin gab es in der Bundesrepublik nach 50 Jahren. Also wird es den ersten schwarzafrikanischen Bundespräsidenten, Mutombo Mboko, frühestens im Jahr 2081 geben. Und hey, vielleicht sollten wir das alles auch mal einfach positiv sehen. Ja? Vielleicht entdecken wir noch ungemahnte Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel mit Prenzlauer Bergmuttis. Ja? Die ganzen ankommenden Flüchtlinge sind ja auch alle ungeimpft. Ja? Können wir einfach mal Polio-Partys veranstalten? Wäre doch eine schöne Sache. Oder ist das der bedingungslose Glaube an Wettbewerb, der uns alle beim Flüchtlingsdrama so stillhalten lässt? Sagen wir einfach, ja, Leistung muss sich wieder lohnen. Nur die besten Schwimmer dürfen nach Europa. Oder die, die die 5000 Euro für einen Schlepper hinlatzen konnten. Ja, die kommen wenigstens mit Zahlungsmitteln. Die wollen was. Das sind die BMW-Fahrer von morgen. Das ist super. Ganz ehrlich, machen wir uns nicht vor, die Afrikaner legen uns doch einfach nicht am Herzen. Es ist doch so, wir retten lieber mit 3 Feuerwehreinsätzen eine Katze aus dem Kamin, als mit einem Einsatz 300 Flüchtlinge aus irgendeinem Boot. Ja. Die Katzen sind aber auch immer so süß, ne? Da rettet man gerne. Ich weiß, ich werde jetzt wieder unsachlich, aber ganz ehrlich, ich lasse hier einfach meinen Gefühlen freien Lauf. Das muss man auch bitte ganz, ganz dolle ernst nehmen, dass ich meine Gefühle hier einfach mal rauslasse. Und mal ganz ehrlich, warum haben wir denn die Wiedervereinigung innerhalb eines Jahres durchgezogen, obwohl wir alle wissen, dass es ein volkswirtschaftlicher Harakiri-Flug war? Weil wir alle mit Recht das Gefühl hatten, das Richtige zu tun. Unser Gefühl, das Richtige zu tun, war so stark, dass der einzige Mahner, der gesagt hat, die Wiedervereinigung bei einem 1:1 Umtausch der Währung wäre nicht finanziert, grandios gescheitert ist. Oscar Lafontaine. Also, wenn wir alle wirklich das Gefühl hätten, das Sterben im Mittelmeer müsste aufhören, wäre zumindest das in der Zeit kürzester Zeit gelöst. Vielleicht liege ich falsch, aber ich habe das Gefühl, dass ich recht habe. Ich wollte mich eigentlich gar nicht aufregen. Nee, den Eindruck hatte ich jetzt auch überhaupt nicht. Nee, dann ist ja gut. Dann gehe ich jetzt mal wieder in mein Büro. Alles klar. Vielen Dank, Herr Wupp. Ja.